Bereits zum vierten Mal kreuzen beim Finale in Fusach die beiden Teams im Rahmen dieser Spielzeit ihre Klingen. Eine ausgeglichene Bilanz vor dem Finale. Beide Teams hatten je eine Partie für sich entschieden, ein Spiel endete unentschieden. Ließ ein Duell auf Augenhöhe erwarten. So war in der ersten halben Stunde viel Taktik im Spiel. Die beiden Defensivabteilungen bestimmten das Geschehen und ließen keine richtige Torschance zu. Viele Zweikämpfe im Mittelfeld, aber am 16er hieß es alles aussteigen, war Endstation. Bis zur 28. Spielminute. Energieanfall von Lustenhaus Basic. Altenstadt-Torsteher Krawagner klärt mit Fußabwehr, durch Austria-Goal geht der Wund ist zur Stelle und verwertet den zweiten Ball zum vielumjubelten Führungstreffer. Und die Lustenauer setzen nach, drängen auf einen weiteren Treffer. Und wieder hat Basic seine Beine im Spiel. Der Austria-Mittelfeldspieler setzt in der 39. Minute an der Mittellinie zu einem Solo an, lässt auch Altenstadt-Goalie Krawagner keine Chance und erhöht auf 2:0. Altenstadt kommt aggressiver aus der Kabine, traut sich mehr zu und kommt in der 64. Spielminute zum Anschlusstreffer. Frisch tankt sie auf der rechten Seite durch, spielt ideal für den aufgerückten Kapitän Ott auf und es heißt nur mehr 2:1. Doch die Siebertruppe aus Altenstadt, welche die Finalteilnahme bereits als großen Erfolg wertet, waren nicht mehr in der Lage, einen Gang höher zu schalten und zumindest noch den Ausgleich zu erzielen. Und als alle mit dem knappen und hart erkämpften 2:1-Sieg der Austria rechneten, machte schlussendlich Wund in der Nachspielzeit den Sack endgültig zu. 93. Spielminute, der Altenstädter S fault den durchbrechenden Cavecci, 11 Meter, Wund tritt an und das Leder findet via linker Stange den Weg zum 3:1 Endstand ins Netz. Die Lustenauer Austria sichert sich damit verdient den Landesmeistertitel in der Klasse U16 gegen eine beherzt feitende Altenstädter 11. Unbeschreiblich, das ist einfach toll sowas. Zu gewinnen vor so vielen Zuschauern eigentlich und dann 2:0 zu schießen, das ist einfach geil. Ja, war auf jeden Fall harte Arbeit. Gegen den Schluss ist ziemlich zäh geworden, aber man hat es unbedingt wählen und dann auch verdient geschafft. Ja, ein Finale hat immer sein eigenes Gesetz. Die Jungs haben es wirklich souverän gemacht, taktisch umgewandelt, was sie erwartet haben von der Mannschaft. Der Glaube war von Anfang an da, wir haben von Anfang an von der Saison schon gesehen, das wollen wir erreichen und das haben wir heute erreicht. Ich bin eigentlich richtig stolz, der Gegner haben wir uns auch schon viermal in dieser Saison getroffen und ist ein ebenbürtiger Gegner. Und ich finde, es war auch ein tolles Halbfinalspiel, hat allen Zuschauern auch Spaß gemacht, denke ich. War auch noch eine Spannung. Der Anschlusstreffer hat alles wieder ein bisschen spannend gemacht, aber ich denke, im Ganzen haben wir das eigentlich auch gut verdient, muss ich sagen.